Sammy, fang! Wow! Jetzt fängst du! Oh nein! Du hast es recht, Peter! Frisbee im Haus zu spielen war keine gute Idee! Kumpel, schau nur, was für ein Chaos wir angestellt haben! Okay, du räumst auf und ich gehe Ersatz kaufen. Jungs, was macht ihr? Was? Oh. Mein Make-up! Was ist passiert? Du siehst, keine Panik. Nur ein kleines Versehen. Peter ist schon in den Laden gegangen. Oh, da ist er schon. Wow. Peter, was ist das alles? Das ist für dich. Ich habe nicht das gleiche Make-up gefunden, das du benutzt. Aber du brauchst auch keins. Du bist schön so, wie du bist. Oh, ihr zwei. Das ist so süß von euch. Ich werde das gleich auspacken. Ich komme mit und, Peter, du weißt, wo unser Mob steht. Was? Sammy? Hallo Leute, schaut nur, wie viele Pakete wir heute auspacken werden. Ja, sieht aus, als ob Peter sich extrem schuldig gefühlt hat und den halben Laden leer gekauft hat. Oh, wirklich, Sammy? Ich dachte, ihr beide werdet an diesem Make-up-Unfall beteiligt. Tut es dir nicht leid? Natürlich tut es mir leid. Deshalb helfe ich dir beim Überraschungsauspacken dieser Rainbow Surprise Make-up-Pakete. Okay, lasst uns loslegen. Schaut euch diese Farben an, Leute. Ich fange mit diesem an. Schaut, in jedem Paket sind mehr als 10 Überraschungen. Und es gibt mehr als 15 Lippenstifte zum Sammeln. Hier ist die Anleitung. Wir bekommen einen Lipgloss und Lidschatten. Dann machen wir Schleim und geben Make-up und Duft dazu. So cool. Und wir öffnen diesen riesigen Lippenstift. Mal sehen. Ah, wir müssen den Boden drücken. Oh. Komm schon, roll dich auf. Wow, so viele Überraschungen warten auf uns. Susi, diese lila Tütchen schimmern so schön. Das Spielset sieht sehr fröhlich aus. Habe ich recht, Leute? Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mir zustimmt. Schaut euch das an, Leute. Hier drin sind 1, 2, 3, 4, 5 Tütchen. Das ist ein Löffel, ein Lipgloss, ein Schleim und Duftperlen. Wow. Hm. Glaubst du, das sind alle Tütchen, Susi? Vielleicht ist noch was im Lippenstift. Dann lass uns nachsehen. Aha, dieser Lippenstift kommt nicht nur raus, sondern geht auch ab. Du bist ein toller Detektiv, Sam. Hä? Ich schätze, das ist der Schleimbehälter, den du überall hin mitnehmen kannst. Wow. Noch mehr Überraschungen? Wir holen alle raus. Hier ist die Anleitung und das Sammlerheft. Ich kümmere mich darum, Susi. Und du packst weiter aus. Vielen Dank. Oh, ich bin so aufgeregt, Leute. Ich glaube, in diesem Tütchen ist der Lipgloss. Machen wir es auf. Trommelwirbel. Wow, er ist violett. Sehr ungewöhnlich. Ich teste ihn auf meiner Hand. Wow, der ist so funkelnd. Jetzt schauen wir uns den Lidschatten an. Ich glaube, der ist hier drin. Ich kann fühlen, dass er richtig cool wird. Oh, es ist ein violetter Waschbär mit einem Horn. Wir machen ihn auf und es ist... violetter Lidschatten. Das ist fantastisch. Höchste Zeit für das Sammlerheft, Susi. Lass uns diesen Lidschatten abhaken. Na gut, mal sehen, was wir hier haben. Oh, da ist er. Mit dem Motto, you're turning violet, violet. Susi, ich habe beschlossen, dir ein wenig zu helfen. Was ist das, Sammy? Oh, das ist ein Löffel und ein Messbecher. Die brauchen wir, um den Schleim zu machen. Und beides passt perfekt zum Deckel des Lippenstifts. Und jetzt ist Schleimzeit! Genau, Sammy. Und um den Schleim anzumischen, nehmen wir den Deckel ab. Und setzen dieses Teil hier ein. Genau so. Also gut, seid vorsichtig mit der Schere, Leute. Dann schütten wir das Schleimpulver einfach da rein. Juhu! Dann geben wir 2 Becher Wasser dazu. Ich fülle den Messbecher bis zur Linie auf. Los geht's. Und noch einer. Voila, perfekt. Jetzt mit dem Deckel schließen und gut schütteln. Schütteln, Susi, schütteln. Oh, schüttel, schüttel, schüttel es. Geschafft. Okay, in 10 Minuten schauen wir uns unseren Schleim an. Schauen wir mal. Wow, dieser Schleim ist fantastisch. Für mich sieht er nicht besonders aus. Eine einfache weiße Substanz. Aber nicht mehr lange, Sammy. Wir werden ihn mit dem Make-up farbig machen. Der Lipgloss kommt zuerst. Jetzt nehmen wir den kleinen Löffel.
und geben glänzenden Lidschatten dazu. Wir müssen alles durchmischen. Okay. Ja, genau so. Ich werde ihn sehr gut durchkneten. Um ihn glänzend glatt zu machen. Da hast du recht. Leute, der Schleim ist ein bisschen klebrig, aber keine Sorge. Knetet einfach weiter. Gefällt es dir bis jetzt, Sammy? Auf jeden Fall, Susi. Auf der Packung steht, dass wir ihn auch duftend machen können. Und ich denke, wir brauchen dieses Tütchen. Das müssen die duftenden Perlen sein. Schauen wir mal. Hier ist noch eine kleine Schachtel. Wollen wir sie öffnen, Sam? Oh, Susi, ich bin so aufgeregt. Das riecht so gut. Wir benutzen den Löffel und den Messbecher, um die Perlen aufzubrechen. Lass uns noch eine nehmen. So können wir sie besser mit dem Schleim vermischen. Nehmt nicht zu viel Flüssigkeit, wenn ihr nicht wollt, dass der Schleim wässrig wird. Das sollte reichen. Jetzt mischen wir den Duft unter unseren Schleim. Und kneten das Ganze noch einmal durch. Ah, der Geruch ist grandios. Ich liebe ihn. Okay, der Schleim ist fertig. Was kommt als nächstes, Sammy? Ich mag diese beiden Farben, Susi. Aber ich kann mich nicht zwischen ihnen entscheiden. Das ist okay, Sam. Wir machen beide einfach gleichzeitig auf. So, Leute. Jetzt sind wir sicher, dass die Farbe des Lippenstiftes die Farbe des Löffels im Spielset identifiziert. Cool. Susi, zeigst du uns bitte das Make-up, das wir schon haben? Natürlich, Mr. Schleim. das ist ein goldener Lipgloss. Und was ist mit dem Lidschatten? Oh, es ist ein süßer kleiner Bär mit einem Einhornhorn. Wir machen ihn auf. Es ist ein honiggoldener Lidschatten. Aha, das war doch klar, weil Bären berühmte Honigliebhaber sind. Und in dem roten Lippenstift war der türkisfarbene Lipgloss. Fantastisch. Wo wir gerade beim Lidschatten sind, darf ich vorstellen, unser süßer Panda. Und darin ist türkisfarbener Lidschatten. Packe sie ab, Susi. Okay, Sammy. Okay, mal sehen. Wir haben den Bambuselpanda. Er ist normal und süß wie Honig. Das ist ein seltenes Exemplar. Ja, Susi, ich habe sie schon geöffnet und für dich gemischt. Oh, du bist heute so hilfsbereit. Okay, diesmal machen wir es ein bisschen anders und geben alle Zutaten hier rein. Jetzt kommt ein bisschen vom Lidschatten. Hopp. Türkis kommt hier rein. Und Honig kommt hier rein. Alles ist fertig, Susi. Die Perlen vom magentafarbenen Lippenstift riechen wie Mandarine. Und wonach das riecht, weiß ich nicht. Lass mich mal. Das riecht nach Zimt. Jetzt muss ich an frisch gebackene Zimtschnecken denken. Hier kommt der Mandarinduft. Jetzt fehlt nur noch die feuchte Arbeit. Stimmt, der Schleim ist so klebrig. Susi, vergiss den hier nicht. Sicher nicht. Susi ist beschäftigt, dann mache ich weiter. Wir haben einen Bären im magentafarbenen Lippenstift und einen Fuchs im roten. Wow, komm Sammy, bring den Rest her, während ich den hier fertig mache. Oh, das ist so cool. Sammy macht dies, Sammy macht das. Wir haben erst die Hälfte ausgepackt und ich bin schon müde. Dann ruh dich ein wenig aus. Leute, gebt einen Daumen hoch, um Sammy zu unterstützen. Ja, ihr könnt auch abonnieren, wenn ihr wollt. Also, wir haben einen grünen, türkisen und blauen Lippenstift. Wollen wir Magie benutzen? Wow, so viele coole Sachen. Und ich werde meine Magie benutzen, um die Schleime zu mischen. Seht euch das an, Leute. Der ganze Schleim ist fertig. Wir müssen ihn nur noch dekorieren. Was für ein schöner aquamarinfarbener Lipgloss. Oh, ich würde gerne ans Meer fahren. Jetzt zur Lidschattenbox. Schaut euch diese süße Maus an. Und drinnen? Ah, da ist ein aquamarinfarbener Lidschatten. Fantastisch. Susi, ich kümmere mich diesmal um die Perlen. In Ordnung, Sammy.
In der Zwischenzeit kümmere ich mich um das türkisfarbene Spielset. Schau dich den Löffel an. Oh, Sammy, was ist mit dir passiert? Ich bin zu Peter gegangen, um zu sehen, ob er alles aufgeräumt hat. Aber dann stellte sich heraus, dass er noch nicht fertig ist. Nicht so schlimm, Sammy. Schau dir diesen süßen Jaguar an. Was für eine schöne Farbe. Sie erinnert mich an Gras im Frühling. Susi, ich habe alle Perlen aufgelöst. Schau dir das an. Das riecht wie Meer, das wie Limette und bei dem weiß ich nicht. Lass mich mal riechen. Interessant. Riecht wie Lakritze. Aber hey, wir schauen uns erst noch das Blau an. Aha, sieh dich nur diese Gewitterwolke mit Horn an. Ich öffne sie. Oh, was für eine schöne Farbe. Susi, vielleicht lassen wir Peter diese beiden auspacken. Das ist eine gute Idee, Sammy. Juhu, ich werde ihm alles beibringen. Wisst ihr Leute, auch wenn diese Playsets total cool sind, fehlt mir doch mein Make-up. Aber ich könnte den Lipgloss auch selbst benutzen. Und welchen Lidschatten soll ich wählen? Diesen hier. Jetzt können wir loslegen. Lasst uns alle abhaken. Wir haben Chasin Dreams, Airy Clouds und Squeak Shake. Ich bin rechtzeitig gekommen. Wow, Leute, schaut euch diese süßen Lidschattenboxen an. Das ist eine lustige Sonne mit einem Regenbogen. Und diese hier sieht aus wie eine Ananas. Niedlich. Looking fine, Apple. Und everything's coming up rainbow. Ah! Wie war die Tüte mit dem Lipgloss ohne mich geöffnet? Und jetzt bin ich nicht sicher, welche zu welchem Shake gehört. Kein Problem, Sammy. Sie sehen beide sehr schön aus. Mir gefallen sie. Wir haben auch... Oh, ich habe vergessen, das mitzubringen. Ich zeige es euch mit Magie. Ich bin schneller als der Wind. Juhu! Wow, Leute. Seht euch diese Schönheiten an. Also, hier haben wir Erdbeerschleim. Und der hier? Interessant. Ah, riecht nach Limette. Oh, das heutige Auspacken war wirklich besonders, Leute. Hey Peter, ich habe gehört, du magst diese Spielsets. Susi, ich wusste nicht, dass man mit dieser Schminke auch Schleim herstellen kann. Wenn du mehr über Schleim wissen willst, dann frag mich einfach. Alles klar, Sammy. Es gibt noch viel mehr Charaktere zum Sammeln. Vielleicht sollten wir öfter dein Make-up durcheinander bringen. Oh, Sammy, komm schon. Die beiden wissen nie, wenn ich einen Scherz mache. Tschüss, Leute.